Passend zu. So. Aber holen wir uns mal ein bisschen Kaktus. Kaktus? Die Kaktusse. Man kennt sie. Niemand mag sie. Kaktusse. Eine Kaktusse? Eine Kaktusse. Niemand mag sie. Weil sie halt eine Kaktusse ist. Niemand mag sie. Voll die Kaktusse. Genau. Und die Mehrzahl von Kakteen ist dann Kaktussis oder was? Ja. Kakteen ist die Mehrzahl. Boah, versteht er jetzt nicht. Dieser Schlauberger. Versteht er einfach nicht, wie er es einfach nicht versteht. Weißt du, will auf schlau tun, ne, aber versteht nicht. Dann bist du dumm, so. Kann ich nicht beschreiben. Dumm. Hast du einen Kiesblock dabei? Einen? Ich hab ganzes mehrere. Ich wohl nur einen. Warte, kriegst du. Ne, einen hab ich nicht dabei, hab ich schon alle in die Truhe getan, gerade wegen der Kobbel. Hallo, lass mich mal hier raus. Ich hab mich eingebaut. So, aber bitte nur einen. Okay. Ich zähl das nach. Ich hab nur einen genommen. Kannst auch einen zweiten noch nehmen, aber das war's dann. Ich brauch nur einen. Du hast aber nur die einen. Ja. Hallo. So. Ob der Platz da hinten jetzt reicht oder noch ein bisschen größer? Frag doch einfach nochmal. Nee, reicht schon, sollte reichen. Ja, hab ich auch gedacht, dass das reichen sollte. Was machst du jetzt da? Ein Haus bauen. Nee, aus Erden erstmal, okay. Manchmal tut sich eher weh. Hallo! Ich hab doch gesagt, der Block soll hier bleiben. Oh, ich hab ihn nicht abgebaut. Egal, ich trau jetzt hier unten ein. Der hier muss bleiben. Zur Orientierung, wo das Haus hin soll. Mann. Das steht nämlich genau neben dem Schild, fängt es an. Mach doch sowas nicht umsonst, Jungs. Irgendwie steht da kein Schild. Achso, der Briefkasten. Ja, das Schild dort in dem Fall. Ne? Ja, nee. Das du musst ist aber auch Schild auf, Schildkasten, auf der Schildkasten. Auf der Schildkasten. Auf das Schild draufschreiben. Ich bin ein Briefkasten. Ich bin Schildkasten im Brief. Ja, nein, weil, so. Nein, in dem alten Spiel ist es kein Briefkasten da. Es ist noch ein ganz normales Schild, wo dann drauf steht, Haus von Gary. Mhm. So, und von da aus müssen wir jetzt mal eben gucken hier. Da-da-da. So, dann geht der Weg nämlich hier noch weg. Schildkasten im Brief und dann kommt Schildkasten im Brief dahin. Ich habe nur ein Problem, weil all meine Pokémon sind da hinten, sitzen radikal in der Erde. Ich verstehe kein Wort, aber ich auch nicht. Genau, aber was immer du gesagt hast, ich bin dagegen. Und was ist, wenn das was war, wofür man nicht dagegen sein kann? Haus. Ich bin trotzdem dagegen. Einfach aus Prinzip. Das ist die richtige Einstellung. So. Das heißt, jetzt muss der Weg. So. Warte, hä? Wo ist das ganze Eisen? Weiß ich nicht. Also wir haben uns auch ganz viele Werkzeuge schon aus Eisen hergestellt. Mhm. Wahrscheinlich ist es schon alles verbraten. Wobei, komm mal her, ich hab hier noch. Komm mal her, ich hab hier noch 16. Schon. Ich hab noch 16 im Inventar, was du backen geht kannst. Geht schon. Ja, warte, gebe ich dir Trops den. Back mal, geh mal backen. Props den. Props mich den. Auch. Alter, du kriegst voll die Props von mir. Props den. Ja, du bist ein Props. Schau, dann können wir nachher mal eine Runde Proppern spielen. Nein. Weißt du, Propper? Nein. So. Alter, ein Kandama im Schornstein. Willst du mich verarschen? Ja. Schornstein? Ach, du baust auch noch den Schornstein oben drauf. Ja, hallo? Ja, auch wenn er übertrieben groß wird, aber... Ich hab die alte Vorlage gerade vor mir, deswegen. Deswegen, ich hab ja hier noch keinen Schornstein. So. Was machst du da? Mit dem Weg links und rechts, laut der Karte, da den Bild, was du uns geschickt, führt auch noch einen Weg rum. Achso, ja, genau. Aber wir müssen doch erstmal gucken, wie jetzt die Häuser, wie groß die werden. Ich bin einfach hier nach hinten gegangen, von da, wo den Weg ja auch gesetzt hast. Ja, aber wir müssen erstmal gucken, wie jetzt die Häuser,
wie groß die werden, weißt du? Kann sein, dass wir den Weg nochmal ändern müssen von der Länge, okay, von der Länge her. Wie viel Sand haben wir? Dann würde ich mich anfangen. Müssen wir nämlich. Ich muss nämlich hier. Ja. Hier muss der nämlich hin. An welchem Haus willst du denn bauen? Theoretisch, wir hatten einen Plan. Aber wir das können ja erstmal ein bisschen. Das Haus wird auch nicht viel größer. Naja, aber wir können ja erstmal nochmal gucken und stehen lassen. Ich mach jetzt trotzdem schon mal hier eine Riege, einfach nur um zu gucken. Ja. Worauf bauen wir? Ich brauch schon mal ein paar Ziegel. Haben wir Backsteine schon mal? Ordentlich. Viele. Weiß ich nicht, ich hab vorhin noch ein paar Lehmsteine gebrannt. Extra noch mal ein paar brennen lassen. So, lass uns mal gucken hier. Ziegelsteine. Also, wie viel sind das jetzt hier? Warte, das sind zwei. Das sind zwei, so, dann eins, zwei. Warte, ne. Boah, das wäre aber richtig klein, das Haus. Ja, dann würde ich sagen, dass wir den Weg weiter hier doch hier links lassen. Und dass wir den Zaun, dass wir das hier einfach in die Mitte setzen, damit es dann gut aussieht, oder? Ich geh mal gerade Sand. Warte mal. Was willst du denn mit dem Sand? Eins. Sandstein. Dann setzen wir das auf. Welches Haus? Da ist keins auf Sandstein. Ja. Jetzt hat das hier nur einen einer Abstand. Genau. Das hier hat einen Vierer Abstand. Ja, dann machen wir das hier, dann machen wir hier gerade auch einen Vierer Abstand. Die hier haben Dreier Abstand, also Zweier Abstand plus Schild, Dreier Abstand. Ja, dann macht da Dreier Abstand. Geht ja. Hallo, so. Dann macht das Schild hier hin oder dahin. Hallo, so. 1, 2, 3. Ich würde sagen, dass wir das Schild dahin machen, also hier. Also das linke Loch zu. Genau. Das da. Wo hat denn das irgendwer hier also schon Lohenstaub her? Von Pokémon oder was? Ja. Ja, richtig. Also so, gibst du dieses Sandstein jetzt im Vergleich zum echt? Wieso machst du das mit Sandstein? Ja, wo brauchst du? Was? Die Häuser, wo brauchst du am besten sein? Ja, das gucken wir doch gerade. Warte, lass noch mal eben bitte den einen Erdklumpen hier. Wir gucken jetzt erstmal, wie wir das machen, weißt du, wie groß die werden sollen. Da sind wir ja gerade noch bei. Wir sind ja noch am Planen hier. Das Plan war nämlich jetzt über den Weg, weißt du? Genau. Eins. So, wie viel habe ich hier hingesetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Birdman, kannst du mal Lehm suchen gehen? Zu. Und dann haben wir Dreierbreite gesagt, ne? Drei. Eins, zwei, drei. Beim dritten haben wir angefangen, ne? Also beim vierten im Prinzip haben wir angefangen. Der dritte ist das Schild, ne? Richtig? Irgendwie, warte. Oh, huch. Ich hätte da hinten hinter so einen Erdblock gesetzt. Hier. Und hier, da dieser Erdblock-Paket, wo das Schild hinkommt. Der dahinter. Eins, zwei, drei. Okay, dann kommt das Schild, dann kommt der Zaun. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Oh, warte. Schild wäre dann hier, dann da. Dann da, dann heißt der Weg muss nur noch, der muss ein ganz kleines, dezentes Stückchen versetzt werden. Das hier muss wieder zu. So, jetzt darfst du, Torchi. Also ich würde die Masse von den Häusern so circa so abschätzen. Guck mal, was wir hier gemacht haben gerade. Dann siehst du die Maße. Weißt du, was das für Maße sind? Das sind Riesenmaße, die du gerade hast. Guck mal hier, Torchi. Wir haben jetzt gerade das anhand des Weges gemacht, ne? Genau. Dieses hier wird jetzt ein bisschen verrückt. Dann kommen drei Blöcke frei und hier kommt dann der Weg hin. Das heißt, der Weg wird quasi nochmal ein bisschen versetzt. So, und dann hast du zwei Blöcke vom Weg aus weg, wo das erst, wo die Mauern stehen. Warte, ich zeig dir das jetzt sofort. Ich mach das hier eben zu. So, der Weg wäre dann hier. Genau. Eins, zwei. So wären die Maße. So. Und das ist für so ein Haus definitiv ausreichend, weil es muss ja auch kleiner sein als das Labor. Ich denke, das habe ich Labor jetzt gut abgeschätzt. Ja. Genau. Okay, gut. Und wie weit nach hinten, und dann würde ich das schon mal anbauen. Ich würde das nach hinten nicht so weit machen. Warte mal, wie viele Blöcke ist es lang? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
8 ist es lang. Dann würde ich es maximal 4 in die Länge machen noch. Vor allem, weil das oben ja nochmal so wie bei Mammut mit den Stufen weggeht. Da ist ja quasi nochmal eine zweite Etage drauf, wenn du so willst. Also praktisch so. Irgendwer hat ins Schafgehege einen Erdblock gestellt und dadurch sind viele Schafe entflohen. Mammut, kommst du um kurz gucken? Ein Schaf ist auf dem Pokémon-Labor von Professor Eich. Ja, das fange ich jetzt aber nicht ein. Nee, ich hab's so, jetzt ist da hochgehüpft, da habe ich die Erdtreppe weggeschlagen. Mammut, kommst du kurz gucken? Mhm. Jetzt ist der Schaf da oben gefangen. Müsst ihr euch gucken. Dann kannst du, und zwar das Haus, was wir jetzt dahingestellt haben. Mhm. Rechts und links wird das jetzt symmetrisch natürlich gebaut, also die sind ja gleich groß. Mhm. So, da kommt ja noch eine zweite Etage drauf, mehr oder weniger. Die wie bei dir, oben mit den Treppen weggeht. So würde ich das nämlich dann auch machen, die zweite Etage, damit wir nicht zu viel, zu groß, aber zu imposant bauen. Aber das Dings hat doch Spitzdach, nicht Flachdach. Nein, Spitzdach. In der alten Version nicht, deswegen. Warte mal, ja, ich guck aber in der mal. Neuen sieht das anders aus. Deswegen, wir haben jetzt das andere auch alles nach der neuen Version angepasst. Ah, wir gehen auch nach der alten Version. Ja, okay, dann machst du halt dann Spitzdach, okay. Geil, also Spitzdach. Okay. Dann hast du automatisch schon diesen Boden drin, den zweiten. Genau. Das ja, heißt doch, aber auch, das Haus an sich müsste ein bisschen breiter. Größer nach hinten. Ja. Torchman, geh nochmal ein bisschen Leben suchen. Ja, das ist okay. Torchman, zwei noch weiter nach hinten. Genau. Okay, gut. Sauber. Aus welchem Material machen wir denn am besten? Das war jetzt auch mein Fehler, weil ich auf die alte Version geguckt habe. Aus graues Holz. Da ist das nämlich schmaler, deswegen, weißt du? Stimmt, helles Holz. Ich will mal kurz Linden sehen. Ja, welche Farbe ist das? Grau. Also graues Holz oder Stein? Ja, dann würde ich sagen Stein. Ganz rudimentär. Also